Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 156. Ich wünsche euch alles Gute zum Nikolaus, weil heute ist der 6. Dezember. Ich nehme gerade auf und werde es auch gleich hochladen, weil ich vorher nicht dazu gekommen bin, etwas hochzuladen, leider. Aber gut. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Und zwar sind wir immer noch an der Alwand und müssen hier die Häuser abfackeln. Von den bösen Buben. Eins hatten wir in der letzten Folge abgefackelt. Mal gucken, ob wir das hier drunter klemmen können. Okay, das geht nicht. Schade. Ich wollte auch immer mal wieder links holen, hier neue Fläschchen zu bereiten. Aber irgendwie kommen. Ich komme im Moment nicht. Ja, aber das hat man schon voll im... Ich finde hier... in den Dezembermonaten kommt das nichts. Wenn man so viel zu tun hat, Vorbereitungen treffen muss, wegen Weihnachtsgedöns. Ja, ich glaube, das kann jeder und kann auch jeder das nachvollziehen. Richtig, das war der Plan. Sehr gut. Oh, was ist denn da? Flowers. 13 Int. Sieht verlockend aus, aber ist leider nicht für uns. Ich hätte jetzt insgesamt wirklich bald drauf sein müssen. Cooler, aber nein. Also, das will man machen. Ja, geht. Ja, ich will aber auch 20 Sekunden. Sehr gut. Runenstoff. Lustigerweise gibt es immer mal wieder Runenstoff, obwohl wir in der Scherbenwelt sind. Und recht weit in der Scherbenwelt eigentlich. Dann durch. Achso. Verdammt, warum kann ich nicht springen? Aber ich bin gefallen. Ich weiß nicht, ob das gesehen hat. Ich habe jetzt zwei Videos von The Voice hochgeladen, die mir recht gut gefielen. Leider kann man die in Deutschland nicht gucken. Dazu muss man ein VPN nutzen, habe ich gelesen unter einem Kommentar. Dann kann man das gucken. Weil ich fand es schade, manche Videos, ich hatte nämlich auch letztes Jahr mal besucht, und ein, zwei Videos habe ich gar nicht mehr gefunden, weil die dann rausgenommen worden sind. Also jetzt von der offiziellen The Voice halt, ne? Ja, bevor die wieder weg sind, lädt sie die runter und lädt sie bei dir hoch, dann kommen sie auch nicht so schnell weg. Und das funktioniert. Ich wollte nachher gucken, für noch ein, zwei Videos von The Voice, dann auch hochladen. Jetzt hat das gewonnen. Ja. Ja, der ist da drin. Gut, jetzt müssen wir nur noch... Ja, genau, das Häuschen da. Wahrscheinlich pullen wir das dann auch wieder. Ich habe mir jetzt auch ein Brettspiel gekauft oder bestellt, vielmehr, bei Amazon. Das heißt, das Myst. Das ist so ähnlich wie DSA oder Dungeon Dragon, nur man braucht kein Meister, der dann quasi erklärt, das machen, dass das kommt, sondern das wird dann über Spielkarten gemacht, die man zieht und man spielt quasi gegen das Spiel. Das finde ich sehr cool. Und ich fand damals schon
Das schwarze Auge, die Spiele cool. Und Dungeon and Dragons. Aber meistens brauchte man ja dazu mal dann mehrere Personen, weil brauchte man jemanden, der dann Stimmung aufbaut. Wir hatten eine Gruppe. Allerdings hat sich das leider dadurch, dass ein paar weggezogen oder wegziehen mussten, jobbedingt leider aufgelöst. Wir hatten uns immer getroffen, ein paar Rundchen gespielt. War auch super. Aber wie gesagt, dadurch, dass die Leute weggezogen sind, hat sich das leider verloren mit der Zeit. Na gut. Und die, die noch da sind, die Verbliebenen. Ja, je nachdem, wann es kommt. Ich habe das jetzt letzte Woche bestellt, noch ist es nicht da. Aber wenn es dann kommt, denke ich mal, dass wir dann alle zusammen spielen werden. Ich hoffe, das dann nicht wahr. Und ich werde das Spiel in der Videobeschreibung verlinken. Und zwar ein Video von Pixel Games. Da habe ich das nicht gesehen. Beziehungsweise von Orkenfighter. Super cool. Ob es dann auch super cool ist, werde ich euch dann sagen, wenn ich es gespielt habe. Und was ich damals auch gerne gespielt hatte, das schwarze Auge, die Burg des Schreckens. Ich weiß nicht, ob das noch einer kennt. Das ist zwar auch schon was älter. Das habe ich damals immer zusammen mit meinem Cousin gespielt, weil der hatte das. Ah, cool. Das ist so ähnlich wie, wer es kennt, wie Dungeons and Dragons. Man muss was aufbauen, man hat mehr ein paar Würfel und man hat einen, der das Böse spielt. Und dann, ich glaube, bis zu 5 Mann konnten, oder 6 Mann, ein spielt Böse und die anderen 5 mussten dann die Helden spielen. Und dann gab es halt verschiedene Truhen im Spiel, wo dann andere neue Waffen droppen konnten. So ein bisschen der Vorläufer oder mit einer der Vorläufer von den Rollenspielen. Das war natürlich auch super. Nachher, wo ich dann angefangen habe, WoW, da braucht es das gar nicht alles mehr. Muss es nicht aufbauen. Muss ich dir keine Leute suchen, die es aufspielen. Und manchmal war das schon schwierig, irgendwie zu finden, der auch immer spielt. Fand ich jetzt persönlich. Und Zeit, ganz wichtig. Man musste jemanden finden, der das auch spielt und der Zeit hat. Mittlerweile finde ich noch später. Wenn man das jetzt mit Arbeitskollegen oder so spielen will, ist ja meistens so, dass die Arbeitskollegen dann eine andere Schicht haben. Oder wenn man dann mal zusammen am Wochenende frei hat. Und ist das versucht zu spielen. Dann kriegt man vielleicht 2 oder 3 Leute zusammen. Und die müssen das auch noch, also müssen das auch noch mögen. Und dann war damals WoW einfacher. Hast du Stamm gesetzt? Wir waren immer Leute. Du musstest jetzt auch nicht großartig sein. Du kannst es halt kennen. Das hast du dann kennengelernt. Die waren ja da. Oder sind da. Das kann man sich jetzt also. Aber ich finde so, mittlerweile ist das neue WoW, wenn ich mal so, weil die neueste Erweiterung, ich finde, es ist mittlerweile nur noch auf Einzelspieler ausgelegt. Weil man trifft sich zwar in der, ja, ich nenne mal Klassengarnison, oder Klassenhalle. Aber man redet nicht mehr. Hier musste man noch miteinander reden. Kommunizieren, damit irgendwas zustande kommt. In WoTLK wurde es dann ein bisschen gelockert, nachher. Durch den Dungeon Finder. Also das LFG-Tool. Aber dadurch, dass wir dann aus Burning Crusade kamen,
und dann hier rein, also in Lütgen reingeschubst wurden. Beziehungsweise in Dungeon Finder und so nach Hause kam. Hat man zwar Dungeon Finder benutzt, aber man musste immer noch zusammen die Raid-Gruppe erstellen. Da haben wir dann meistens auch zusammen die Dungeon Finder-Dings benutzt, damit man nicht mehr dann so viel reisen musste. Am Anfang war es aber so, als da rauskam, man musste alle Eingänge von den Dungeon neu entdecken. Sonst konnte man die nicht benutzen. Das war was so. Später haben sie das aber auch dann wieder rausgenommen. Vielleicht haben sich zu viele beschwert. Das war wirklich happig so. Dadurch, dass dann irgendwie die Eingänge auch von den alten Instanzen weg waren, beziehungsweise du als junger Spieler mit Level 15 oder so dann manche Instanzen finden musstest, die dann im Ordegebiet oder so waren. Oder das Schurlachrote Kloster. Dadurch, dass man durch Pestländer musste, war das was schwieriger. Weil... Oh nein! Hab ich jetzt aufgehört? Nein, alles gut. Ich dachte, ich habe gerade die Aufnahme gestoppt. Alles gut, alles gut. Wo waren wir? Dadurch, dass man dann die... Durch die Pestländer musste, die waren aber ab Level 48, 50 oder so. Kann ich mal nachgucken. Westliche Pestländer. Genau. 51 bis 58. Also musstest du da als Mini-Zwerg durch, weil da ist das Kloster. Und das ist für Stufe 30. Also könnt ihr euch vorstellen, dass das ziemlich ätzend war. Ich meine, die Instanz an sich ist cool, aber da hinkommen damals. Auch schon zu Classic oder Burning Crusade war das eine Tortur. Ich glaube, den Spielern, die damals hier gespielt haben, dem muss ich das nicht sagen. Dann mit dem Dungeon Tool war das natürlich. Als dann man nicht mehr die Eingänge entdecken musste, war das natürlich noch einfacher. Man konnte in der Hauptstadt sitzen bleiben, Dungeon Tool anmelden, zurücklehnen und warten. Easy going quasi. Oh, wir können sogar ein paar hier abgeben, das finde ich gut. Ich dachte, ach so. Ich glaube, ich kann zwei abgeben. Hallo, wenn wir die gerade abgegeben haben, den. Komm dann nicht. Bla bla, Abfans, okay. Machen. Kann noch mehr Quests abgeben eigentlich? Eine kann man noch abgeben. Ach ja, sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Ich glaube, damals bin ich mit meinem Druiden mit dem Stäbchen rumgelaufen. Ja, war schon cool. Das finde ich auch wieder cool hier, dass es hier wieder eine recht große Community gibt auf dem Server. Und man auch schon recht früh irgendwas machen kann. Weil wir haben ja recht früh noch, wir haben 7.14 Uhr im Moment. Daher, alles super.
So, dann looten wir den noch und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder ist. Let's play, wie auf Wiedersehen.